Und zwar ganz viel Milch, ein Stück Butter, 4 Tafeln weiße Schokolade, bunte Deko, Vanillepuddingpulver, etwas Zucker, eine Vanilleschote, einen Becher Sahne, eine Prise Muskatnuss, etwas Mehl und ein halbes Dutzend Eier. Eclairs, die bunten Hippen, sind natürlich aus einem Brandteig gemacht. Und ein Brandteig geht ganz einfach. Viele haben immer Angst davor, aber es ist gar nicht so schwer. Man braucht einen Topf und macht als erstes Milch und Butter warm. Und das kann ja wohl jedes Kind. Insgesamt löse ich 100 Gramm Butter in 125 Millilitern Milch auf. Dazu gebe ich nun eine kleine Prise Salz und eine Prise Muskatnuss. Wenn die Butter wirklich ganz geschmolzen ist, dann wird's aufregend, denn dann kommt das Mehl dazu. Und dann macht der Brandteig das, was er machen soll, nämlich im Topf abbrennen, Mehl einfach reingeben, rühren. Und das Wichtigste jetzt bei dem Brandteig ist, dass sich am Boden so ein leichter Flaum bildet. Das sieht man hier so ein bisschen. Da setzt sich der Teig so ein bisschen ab am Boden. Und wenn dann dieser Flaum anfängt, sich wieder zu lösen, das kann man hier an der Stelle ganz gut sehen. Also wenn der Teig dann wieder mitgenommen wird von dem Kloß, der Teig, der am Boden klebte, dann ist es eigentlich schon fertig. Dann hat man den perfekten Kloß zum Weiterverarbeiten. Damit der Teig nach dem Abbrennen schneller auskühlt, gebe ich ihn aus dem heißen Topf in eine kalte Rührschüssel. Denn im nächsten Schritt kommen die Eier dazu und die würden in einem zu heißen Teig stocken. Ich gebe sie Stück für Stück nacheinander hinein. So entsteht ein ganz geschmeidiger, samtiger Teig. So, jetzt habe ich den perfekten Brandteig. Also er sieht richtig schön geschmeidig aus, hat eine richtig schöne Struktur und ist auch richtig schön glatt geworden. Genau richtig, um auf meinem Backblech zu landen. Vorher nimmt der Teig aber den kleinen Umweg über den Spritzbeutel. Eclairs sind schon was Feines. Eclair heißt ja auf Deutsch übersetzt, also es ist aus Französisch und heißt übersetzt Blitz. Jetzt frage ich mich natürlich, warum die Franzosen das Blitz nennen. Wahrscheinlich, weil die so blitzschnell weggefuttert werden. Anders kann ich es mir nicht erklären. Den Teig spritze ich mit einer großen Lochtülle als ca. 15 cm lange Streifen auf. Einmal hin, einmal zurück und einmal oben auf. So ist schön viel Platz zum Füllen und Dekorieren. Meine Eclairs backen etwa 18 Minuten bei 175 Grad. Dabei geht der Brandteig so richtig schön auf. Goldgelb sind sie dann genau richtig. Ich liebe frischen Brandteig, der duftet so schön. Ich finde, die Kerle sehen auch vernünftig aus. Sie haben die perfekte Farbe. Sie müssen jetzt nur ein bisschen abkühlen. Übrigens, ich bekomme heute ganz tollen Besuch von Denise Schuster. Sie ist Foodstylistin und die weiß ja auch immer, was Trend ist. Und sie bringt mir ein Rezept mit für eine Eistorte mit Acai-Beeren. Also ich bin gespannt, wie die schmeckt. Damit meine Eclairs schmecken, bekommen sie eine Füllung aus Vanillepudding. Den habe ich schon vorbereitet. Den Pudding habe ich aus Milch, Sahne, Vanilleschote und Puddingpulver gekocht. Das genaue Rezept finden Sie natürlich auf six.de. Diese abgekühlte Puddingcreme spritze ich nun mit einer Füllhülle in die Eclairs. Jetzt sind sie gefüllt. Jetzt sehen sie natürlich schon lecker aus. Aber sie sollen ja natürlich auch hübsch werden, außen so richtig hübsch. Ich mache eine Glasur aus weißer Schokolade. Sie sollte allerdings nur auf niedriger Flamme geschmolzen werden. Mal abgesehen davon, dass weiße Schokolade einfach super lecker ist, ist sie der perfekte Untergrund für buntes Dekor. Nach dem Einstreichen beeile ich mich mit dem Dekorieren. Sonst ist die Schokolade schon fest, bevor der Spaß losgeht. Auf meine Eclairs gebe ich Glitzerzucker, Himbeerkrispies, Goldpuder, gezuckerte Veilchen und Goldperlen. So, fertig sind sie, meine Eclair. Ich finde, sie sehen wahnsinnig hübsch aus. Aber sie sehen ja nicht nur gut aus, sie duften und ich möchte sie auch unbedingt probieren. Und ich habe mir, damit die Schokolade nicht erst anziehen muss, mit Absicht einen nur bis zur Hälfte bestrichen. Weil dann kann ich ihn gleich so in die Hand nehmen und verspeisen.
sollte man immer machen, weil man muss ja eine Gütekontrolle durchführen, ob es überhaupt schmeckt. Also, Bon Appetit an mich selber. Köstlich. Fluffiger Brandteig mit einer köstlichen Puddingcreme und außen Schokolade. Ich finde, es gibt ja nichts Besseres. Die Zukunft sieht also nicht nur rosig, sondern kunterbunt aus. Mit einer kleinen, hippen Eclair-Kollektion mischen sie jede Kaffeerunde ordentlich auf.